damaligen Zeit von der sowjetischen Besatzung. Und leider wird hier gerade alles abgerissen. Ihr seht die Baggerspuren. Deswegen, ich glaube, das ist mit die letzte Möglichkeit hier noch irgendwas zu sehen. Schau mal hier. Wow. Das ist schon richtig gut. Da sind wir hier drin. Ich bin auf jeden Fall nicht alleine hier. Reitschule der SS und wurde nach dem Krieg von den Russen weiter genutzt als Kaserne. Das ist das alte Kraftwerk und hier könnte man theoretisch auch überall rein. Das machen wir auch gleich. Also es hat sich schon sehr viel verändert hier. Generatorhaus. Immer noch wunderschön. Gewesen. So, ich denke, als kurze Übersicht reicht das auf jeden Fall. Man muss auf jeden Fall überall vorsichtig sein, weil der Boden ist an vielen Stellen aufgebrochen. Und schaut euch mal diese riesen Fenster an. Wunderschön. Unvorstellbar. Gehen wieder raus. Leute, da vorne ist ein Fenster. Eine Tür auf. Da schauen wir mal rein. Das Problem ist, die Sonne steht extrem tief und ich habe schon mehrere Stimmen gehört. Die können mich sehen, ich die aber nicht und das ist nicht ganz so cool. Thank you.
Weltkrieg, so Unterverteilung. Oh, jetzt so. Okay, dann müssen wir anders rein. So, hier ist die nächste Möglichkeit reinzugehen. Dann machen wir das doch mal. Schränke, auch mit laufenden Nummern, 1320 und so weiter. Auch hier wieder was Russisches, russische Schrift. Auch russische Schrift für Namen vielleicht. Schön.
die Leute damals gelebt haben. Selbst die alte Tapete ist noch dran. Alter Lichtschalter sogar noch. Zeitung an der Wand. Überall. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. Ja, wir kommen durch. Hier müsste das Licht wieder reichen. Hier hat jemand seine Schuhe vergessen. Landwirtschaft, das ist wahrscheinlich Funk, das ist Industrie, Funk, Bagger, also Baustelle vielleicht. Schaut euch das mal an. Leider kann ich die Schrift Öl vorkommen. Das müsste eigentlich bewahrt werden, Leute. Und viel zu schade, dass das zerstört wird. Das ist wahrscheinlich die Entwicklung über die Jahre oder über die Dekaden. 1940, dass die Entwicklung im Zweiten Weltkrieg, als die Sowjetunion angegriffen wurde. Unfassbar. Unfassbar. Ich bin sprachlos. Ich bin absolut sprachlos. Schaut euch das mal an. Eigentlich müsste hier ungefähr Moskau sein, Mokwa. Aber wir sehen es nicht. Sehr schade. So, hier haben wir mal ein perfektes Stück Zeitgeschichte, 1986, da sieht man es, 1986, die komplette Wohnung ist damit tapeziert worden. Das ist das Gebäude, wo wir jetzt rein wollen. Schaut euch das mal an.
ist die Tür auf. Und die Tür ist auf. Wahnsinn. Wahnsinn. Mach die Tür zu. Bleibt erhalten, oder? Ja. Die haben das so wiederhergestellt, dass man auf jeden Fall hier wieder was draus machen kann. Unglaublich. Boah. Leute, schaut mal, wie wunderschön. Wie wunderschön. Hier dieser Treppenaufgang. Alter, grüner Teppich. Und schaut mal hier, Leute, das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Schaut euch das bitte mal an. Schaut euch das Relief an. Unvorstellbar. Einzufangen. Nicht drauf leuchten. Ich hab eigentlich genug Licht für dich. Für zum Fotografieren. Also in jeder Ecke ist ein Hakenkreuz im goldenen Mosaik. Das hier wurde schon entfernt. Eichenlaub, der Reichsadler. Auch hier wurden Teile des Hakenkreuzes entfernt. Das ist hier noch fast komplett vorhanden. Auch das ist doch was. Das ist ganz komplett vorhanden hier. Dieses, da ist wirklich alles noch okay. Schaut euch das mal an. Auf dem Boden scheint auch mal was gewesen zu sein. Aber das kann man nicht mehr identifizieren. Und schaut euch mal an, wie weitgängig das hier alles ist. Ich zeige euch das nochmal. So, last shot, bevor wir gehen. Noch einmal aus einer anderen Perspektive. Mit feststehendem Licht. Lang, ihr seht das hier vorne, war das abgehangen mit Trockenbauelementen und vor erst kurzer Zeit hat man das wiederentdeckt und dabei hat man auch hier einige von diesen Mosaiken rausgerissen oder man hat sie geklaut, eins von beiden. Aber in Summe mega krass. Schaut euch das mal an. So, und jetzt ist Zeit, Adieu zu sagen. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Und wenn wir was Gutes sehen, melden wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir sind wieder raus. Guck mal, da vorne ist Licht an, siehst du das? Da gehen wir auch nicht hin, da ist aktive Baustelle. Da halten wir uns auf jeden Fall fern von. Und jetzt gehen wir mal in das Gebäude rein, wo ich gerade alleine nicht rein wollte. In der Hoffnung, dass wir dann noch ein bisschen was sehen. Und ich würde sagen, wenn wir was Spannendes sehen, melde ich mich gleich wieder zurück. Schaut euch das mal an. Mega, mega Bauwerk.
2014. 12.10.1917. Ist doch, oder? 9, 1, oder ist das eine 4? 4 ist das, ne? 1947. Könnte auch sein, ja. Entweder eine 1 oder eine 4. Und hier hat sich auch 49, guck mal, 49. Ja, doch. Haben die sich, Big Graffitis haben die sich hier verewigt. Auf der Seite nicht. Öl. Mega. Leute. Oder hier. Heizungskeller. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwas finden. Eine alte Gefängnistür. Hier ist ein alter Barren. Guck mal, das ist ein alter Sportraum. Das ist ja geil. Das, siehst du das? Das ist ja cool. Das, mach mal eine Übung. Oder hier. Das ist ja wohl heftig. Hier haben die dann ihren Sport gemacht. Das waren alles Bilder hier an der Wand. Leider nicht mehr zu sehen. Ich weiß nicht, irgendeine Kartusche auf jeden Fall. Ja, und so funktionieren als Eier oder so. Aber ich habe davon auch schon mal welche gesehen. Auch in Vogelsang. Ja? Mhm. Ist ja geil. Immer aufhalten. Schöner Knobelbecher. Auf jeden Fall gut getrunken, die Leute. Medizinball. Alles voller Garnisonsschuhe. Ja, meine lieben Leute, die Toiletten möchte ich auf jeden Fall noch kurz gezeigt haben. Aber mit diesen Bildern möchte ich mich auch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Dieser Spot ist auf jeden Fall ultra krass. Ich war jetzt mittlerweile das zweite oder dritte Mal da und ich werde auf jeden Fall, bevor es abgerissen wird, nochmal vorbeikommen. Und wenn euch so ein Content gefällt, lasst mir gerne ein Abo da, zeigt mir eure Zuneigung über einen Kommentar, natürlich auch über ein Like. Würde mich freuen, wenn ihr mir sagen würdet, was ihr als nächstes gerne sehen möchtet. Ich versuche das gerne einzurichten. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Random Life. Ciao!